Gestern haben wir ausführlich über die Entstehung der Anwesenheit einer schön gut ganz gebetteten Ersatzwelt an diesen drei Limitationsgrenzen der Abwesenheit gesprochen, an denen sich an der sexuellen Membran oder an der Vernichtungsgrenze oder der Glättungsgrenze all dies in einem einerseits Beschleunigungsmodus schnell nochmal vor dem endgültigen Wiederholungsverlust da hineinzukommen, nicht der Erkenntnis oder der Seinserkenntnis oder der Selbsterkenntnis in diesem Moment des sich aufbäumenden Bewusstseins dient, sondern eben nur der Beschleunigung der Drittveränderungsimperative. Und dieser Todeshorror der Erkenntnis, dass da nichts zu erreichen, nichts zu erlangen, nichts zu bewirken, ist da alles wieder verwirrt, geglättet, ausgebügelt wird. Aber das ist natürlich eine Verkennung dessen, dass das Rhizom sich um die Belange der Einzelindividuen überhaupt nicht kümmert, ob irgendetwas von ihrem Erleben oder Leiden Bestand haben würde, Wirkungen nach sich ziehen würde, etwas erreichen, etwas erlangen würde. Denn es geht um anderes, es geht um nicht die Nachwirkung, nicht die dasjenige, was nach dem Tod des Einzelwesens in Ersatz seines Körpers durch andere dann daraus entstünde oder sich bewahrte oder fortsetzte, sondern es geht darum, dass im Moment dieser durch Angstterror, durch bewussten oder unbewussten Angstterror angepeitschten und beschleunigten, überhetzten Handlungen, diese Leistungen, diese Arbeit, dieses Pyramidenbauen, dieses Aufbauen von Imperien, diese Kriege, diese Übertrumpfungen, all dieses Gewurle und Gewirle und Geschacher und Übertrumpfen und so weiter, dass dies also den Alltagsstumpfsinn, die Routine der Menschheit im Entscheunen, Sammeln und im Anhäufen von Reichtum und von Gütern und von Werken und von was weiß ich noch nicht alles besteht, dass es hier um diesen Effekt geht, da es ja darum geht, die dissipative Spanne dieses Austestungserproben-Siebs, des Bewährungsspiels, dasjenige auszutesten, was durch diese Produktionen, durch diese Übererfolgreichheiten, durch diese unendlichen Mühen und Leistungen und alles auf eine Karte setzen, erst entsteht in Überschneidung mit dem, was durch die anderen produziert wird, so dass es zu dieser wechselseitigen Labyrinthisierung oder Wechselaussiebungskämpfen, diesen hochgerüsteten olympiadischen Vergleichswettspielen geht, während der Spanne. Und dasjenige, was dadurch Crossing Over in den Handlungen, in den Aktionen, in den Produktionen, in den Neuerfindungen dann eben sich neu gestaltet, neu herausformt, neu erfindet,
sodass das Rhizom sich der Körper der beschleunigten, durch den Horrorterror beschleunigten Körper nur bedient als Matrix, als Matrize, als Grund, als Beschriftungstafel dieser Experimentierformeln zu bedienen. Ja, also ist das Descartesche dreidimensionale Raster mit den drei Todesgrenzlinien nur jener Raum und jene Zeit und jener Herzschlag, in dem diese Erprobungen, diese Überschneidungen während des Crossing Overs, während der Auffältelungsphase des Dissipativen, sodass diese Überproduktionen unter diesem Aspekt des Lebenswillens, des Willens zum Mächtigsein, des Willens zum Mach-Tu, vergleiche, produziere, teste aus, das Spielfeld ist während der beiden endgültigen Grenzlinien vor dem Was bist du und woher kommst du und nach dem, was soll das gewesen sein, das in die Welt geworfen ist, wenn es dann wieder weg sein muss. Also das kartesianische Feld, das aufgespannt wird durch die drei Todeslinien und darin der Zeittraum, der Zeitraum, in dem diese Produktionen, diese verteufelten Vergleichswettkämpfe, Weltkampfspiele, Selektionssiebe stattfinden sollen, als das eigentliche Schlachtfeld, Geschlechtungsfeld, die von den Diaphragmen der drei undurchgrenzlichen Grenzen, der drei undurchgrenzlichen Limitlinien, Grenzlinien abgegrenzt sind, eingegrenzt sind. Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt geht gleich die Sonne auf. Wir müssen mal Pause machen.